Die Gemeinde von Santa Cesarea Terme liegt auf der östlichen Seite des Salentos. Ihre suggestive Küste gehört dem regionalen Naturpark Otranto Santa Maria di Leuca Bosco di Tricase Küste an. Die Ortschaft ist unter den anziehendsten und begehrtesten Ortschaften des Salentos. Das Wohngebiet befindet sich am Fuße einer grünenden Anhöhe, ursprünglich Montem Saracenum genannt. Hier ragt sich der gleichnamige Wachturm heraus, heute als Santa Cesarea Turm bekannt und früher mit Specchia la Guardia Turm und Minervino Turm verbunden. Die Küste ist von der Anwesenheit natürlicher thermomineralischer Quellwasser mit wohltätigen Eigenschaften charakterisiert. Die Besonderheit dieser Wässer ist die chemische Anwesenheit Broms, Schwefels und Schwefelgasstoffs. Die Gewässer von Santa Cesarea Terme waren schon in früheren Zeit bekannt. Insbesondere hatten die charakteristischen Schwefelgerüche die vielen Erforscher und Seemänner beeinflusst, die die Küsten der Straße von Otranto besuchten, und so begannen verschiedene Legenden. Santa Cesarea ist dem Mythos der sogenannten Giganten aus Leutania verbunden. Sie seien in den vielen Grotten und Höhlen der Küste gestorben und die Auflösung ihrer Körper haben die unterirdischen Wässer schwefelhaltig gemacht, die von dem typischen durchdringenden Geruch erkennbar waren. Es war während der früheren Zeit, dass die Ortschaft und ihr Name sich Heiliger Cesarea verband. Sie war eine Einsiedlerin, die laut der Tradition in den Grotten des Orts Schutz fand, um den gefährlichen Aufmerksamkeiten ihres Vaters zu entrinnen. Die starke Volkshingabe zu ihrer Schutzpatronin ist in der Kirche Heiligstes Herz Jesus sichtbar, die 1924 anstelle der alten kleinen Kapelle gebaut wurde. Laut der Tradition gebe die Heilige seinen Geist in diesem Ort auf. Hinter der Kirche ist das ehemalige Franziskanerkloster. Im Inneren des Gebäudes ist das Meeresmuseum. Das Museum bewahrt eine interessante Sammlung von Funden aus der Meereswelt auf. Und man kann auch eine erlesene historische Sammlung von Unterwasserausrüstungen bewundern. Von den Terrassen der Häuser von Santa Cesarea verliert man sich in der Unendlichkeit des Meeres, das die wahre Hauptrolle der Stadt spielt und die alte und geistliche Seele dieser Orte erhaltet. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts begannen zahlreiche aristokratische Familien der Umgebung in Santa Cesarea Terme ihre Villa zu errichten, um in aller Ruhe die Sommerzeiten zu genießen. Unter denen sticht dank ihrer vielfältigen Gestalten die theatralische Villa Sticchi hervor, die 1895 vom Ingenieur Pasquale Ruggeri zum Wunsch von Giovanni Basca geplant wurde. Ihre maurischen Gestalten erinnern an die romantische Architektur der Paläste des Osmanischen Reichs.
Sie weckten sogar die Aufmerksamkeit des berühmten salentinischen Regisseurs und Schauspielers Carmelo Bene, der 1968 das Gebäude in der Ouvertüre seines Films Nostra Signora dei Turchi, unsere Dame der Türken, einführte. Villa Raffaella ist mit der bekannten Schriftstellerin aus Mailand, Maria Corti, verbunden, die dank ihres in Otranto gespielten Romans L'ora di tutti, die Zeit von allen, berühmt wurde. Der Adelssitz wurde von ihrem Vater Emilio Corti mit einer erneuernden eklektischen Architektur geplant, der das Stil der Mittelmeerländer mit der Neuromantik gut verschmelzen konnte. Palazzo Tamburino ist von vielen als Palazzo Miramare oder Palazzo der hunderten Fenster bekannt. Nämlich charakterisieren die typischen Öffnungen die Fassaden des Gebäudes. Es wurde in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gebaut und hier gab es von 1948 bis 1949 das Casino. Während des Faschismus wurde das Kurortshotel des Palazzos gebaut. Es hat nämlich die typischen architektonischen Merkmale dieser Zeitraums. Elegant und prächtig hat dieses Gebäude eine Terrasse mit wunderschöner Aussicht. Man kann hier die anmutige Landschaft des regionalen Naturparks Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase bewundern. Es ist von der Gemeinde von Santa Cesaria Terme und von der Region Apulien verwaltet. Auch die Villa Anna wurde während des Faschismus gebaut. In der Vergangenheit gab es hier einen Kindergarten und anschließend war es Sitz einer Tourismusschule. Was in Santa Cesaria Terme am meisten ansieht, ist zweifellos die Anwesenheit wichtiger Thermalwässer, die Natriumchlorid, Jod und Brom enthalten. Es handelt sich um einen wichtigen natürlichen Wasserhaushalt mit schon in den vergangenen Jahrhunderten erkannten medizinischen Qualitäten, nutzbar besonders für die Behandlung von rheumatischen, otorhinolaryngologischen und gynäkologischen Erkrankungen. Die Thermalbäder von der Aktiengesellschaft Terme di Santa Cesaria S.p.A. sind Stabilimento Palazzo, Stabilimento Gattulla und Stabilimento Sulfuria, die neben dem Thermalquellwasser liegen. Dank der Anwesenheit des Schwefelwasserstoffs sind die Gewässer von Santa Cesaria heilsam, um die Verstimmung von Erkrankungen der Atmungsorgane, der Muskel, Knochen und Gelenke zu pflegen. Vor kurzem werden die Thermalwässer von Wellness Center für Schönheit, Parcours und zur Entspannung verwendet. Jedes Jahr genießen zahlreiche Verbraucher vorteilhafte Behandlungen, die zur Körperpflege und zum geistigen und körperlichen Wohlbefinden wirkungsvoll sind. Vitigliano, Ortsteil von Santa Cesaria Terme, hat tiefe Wurzeln, die 3000 Jahre zurückliegen. Er liegt auf der Straße, die in der Vergangenheit Vaste mit Castro verband und ist als Wegkreuzung betrachtet, die die Länder des Orts zusammenband.
Am Anfang des Orts liegt das sogenannte Cisternale, ein in dem Felsen gehauter Tank, der vermutlich zur Eisenzeit zurückgeht. Hier wurde das Wasser der Länder der Umgebung gefasst. Das Symbol der Ortsmitte von Vitigliano ist die Pfarrkirche, im Jahr 1726 errichtet und dem Erzengel Heiligen Michael gewidmet. Nur wenige Dutzend Meter von der Pfarrkirche entsteht die Kapelle Heiliges Rochus, in dem die Statue des Heiligen aufgehalten wird, den man in Vitigliano am 21. und 22. August feiert. Jedes Jahr am 21. Juni wird Heiliger Aloysius von Gonzaga gefeiert. Für den Anlass wird die Statue der Heiligen bei einer feierlichen Prozession getragen und von den Gläubigen mit einigen Dekorationen von Palmblättern. Die von Heiligen Aloysius ist ein wichtiges Fest. Es läutet das Näherrücken des Endes des Frühjahres und den Beginn des Sommers. In der städtischen Architektur der alten Ortsmitte kann man die Fassade Palazzo Sciullo bewundern, ein Beispiel der aristokratischen Architektur des Salentos. Am Eingang befindet sich das kleine, der unbefleckten Empfängnis gewidmete Oratorium, das mit einem kleinen Glockengiebel auf dem Gebäude verziert ist. Palazzo Gergasole ist der Raum, wo sich die Kultur von Santa Cesaria Terme entwickelt. Im Inneren des Adelsgebäudes ist das Museum der Uhren der Türmen des Volks ausgerüstet. In seinen Räumen ist es nämlich möglich, die Uhren und die Uhrwerkschalter, die früher auf den Türmen von Santa Cesaria Terme, Vitigliano und Cerfignano standen, bewundern. Darüber hinaus ist es möglich, die interessante Dauerausstellung der alten Fossilien zu besuchen. Eine interessante Sammlung, dank deren man verschiedene Mineralien und Resten Meereslebewesen, die in den salentinischen Felsen gefunden wurden, bewundern kann. In der Nähe des Kreuzwegs entsteht die Kirche der Madonna Dolorosa. Das Gebäude ist der homonymen Bruderschaft von Vitigliano verbunden und ist ganz aus Carparo und Pietralecchese, typische Bausteine des Salentos, produziert. Man kann sagen, dass Vitigliano das Alt und das Neu gut verbinden kann. Es ist wunderschön, in den kleinen Gassen und auf den Feldwegen der Ortsmitte spazieren zu gehen und die Trockenmauerwerke zu bewundern. Hier hallt die Geschichte des Salentos in seinen Farben und Düften des Landes wieder. Cerfignano ist ein Ortsteil von Santa Cesaria Terme mit ca. 1800 Einwohnern. Er ist schlicht, sonnig und gemütlich, wie die meisten salentinischen Gemeinschaften. Die Beweise der Vergangenheit sind auf dem Land besonders in einer Strecke der typischen römischen Straße mit Großpflastersteinen sichtbar, die vermutlich früher mit dem Straßenkreis Via Traiana Calabra verbunden war.
Die Ortsmitte ist sehr interessant, für wen historisch-künstlerische Sehenswürdigkeiten sucht. Die religiöse Architektur ist in der Kirche Maria Heimsuchung gewidmet ausgedrückt, die 1806 gefertigt wurde. Die Kirche hat den Prunk des Rokokos und ihre Architektur erinnert an den Stil des spät 18. Jahrhunderts. Von der Pfarrkirche auf Vittorio Emanuele Platz, genau in der Ortsmitte, entsteht die Votivsäule Osanna, eine der ältesten der Umgebung. Sehr interessant sind die Kapellen Heiligen Josefs und Madonna von Konstantinopel, von vielen als Heilige Loja bekannt, denn es gab ursprünglich den Votivaltar dem heiligen Bischof Eligius gewidmet. Die Kirche Heiligen Antonius ist dagegen neuer errichtet worden. Sie wurde 1938 von den Brüdern Migiano zur Erfüllung eines Wunsches ihrer Mutter gebaut. Bemerkenswert ist auch die Kirche der unbefleckten Empfängnis, von den Gläubigen Kirche der Bruderschaft genannt. In der Nähe von Santa Cesarea Terme entsteht die Kirche der Madonna aus Idris. Die kleine Kirche des 15. Jahrhunderts ist der alten bäuerlichen Devotion mit der Madonna des Wassers eben aus dem griechischen Hydro verbunden. Hoheitsvoll ist das Land um Cerfignano herum, das reich an bäuerlichen alten Gebäuden ist. Hier kann man nämlich die alten jahrhundertealten Olivenbäume und die Trockenmauerwerke bewundern, die das wunderschöne historische künstlerische Erbe der salentinischen Gemeinschaft zu schützen scheinen. Bemerkenswert ist die Felsbucht von Porto Migiano, die die Küste von Santa Cesarea Terme verziert. Ihr sandiges Meeresboden und ihre charakteristische Form machen Porto Migiano einen der schönsten Orte Apuliens, der jedes Jahr 1000 Urlauber empfängt. Hier ist der gleichnamige Wandturm vorhanden, Zugehörigkeit des alten Lehens von Castro. Das Gebäude ist mächtig und hat eine militaristische Architektur mit breiten Straßen, Abläufen und Schießscharten. In Porto Migiano laufen verschiedene touristische Schiffe. So können viele Touristen das umfangreiche Erbe der Küste von Santa Cesarea Terme entdecken, die zum Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase gehört. Der zerklüfteten und unzugänglichen Küste entlang ist es möglich, zahlreiche Klüfte zu bewundern. Hier befindet sich die romantische und wunderschöne Örtlichkeit Die Bögen, die die Küste mit steiler Klippe abgrenzt. Hier kann man die typischsten Grotten des Erbes von Santa Cesarea Terme bewundern, wie zum Beispiel die Grotte von Malepasso, die Grotte der Rabe, die Grotte der Anker und die Grotte der Meeresrosen. Die Grotten sind archäologisch sehr interessant und beweisen die Anwesenheit der Menschen in diesem Gebiet des Salentos. Bemerkenswert sind die Städten von Carlo Cosma und Ignazio Spagnolo, in denen verschiedene Materialien aus Keramik aus der mykenischen Zeit aufbewahrt werden.
Die wunderschöne Landschaft ist noch von der Anwesenheit von Süßwasserquellen, besonders in der Nähe der Höhen, verziert. Das Azurblau des Meeres mischt sich mit dem Grünen der Macchia Mediterranea. Hier kann man frische Luft unter den Pinien atmen, Bäumen, die sich vor allem im Park Belvedere und im Park Robinson befinden. Der Park Robinson ist eine lokale öffentliche, vor kurzem qualitativ verbesserte Einrichtung. Hier finden im Sommer verschiedene Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt. Im Pinienwald gibt es auch Kneipen oder Restaurants, in denen man sich entspannt, während man das suggestive Panorama von Santa Cesarea Terme genießt.